und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Heute packen wir gemeinsam die Glossybox Muttertags Edition aus. Die ist nämlich heute bei mir angekommen. Die gab es jetzt letzte Woche bei Glossybox zu bestellen anlässlich des Muttertags und die hat gekostet 35 Euro für Glossybox Abonnenten und 45 Euro für Nicht-Glossybox Abonnenten. Da ich ja Glossybox Abonnentin bin, habe ich die Chance genutzt und habe mir die günstiger gesichert. Die ist jetzt auf jeden Fall heute bei mir angekommen und ich bin schon so gespannt, was wir drin haben werden. Also ich habe die noch nicht aufgepackt, also wir werden das jetzt zusammen machen und wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, was in dieser Box drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran und schaut zu. Viel Spaß! So ihr Lieben, und das ist die schöne Box. Ich habe die mal ausgepackt und die ist ja wunderschön vom Design mit diesen Blumen drauf. Mir gefällt die Farbe sehr gut. Only for you steht da drauf und das finde ich richtig schön als Geschenk zum Muttertag. Die ist von hinten auch nochmal bedruckt mit so einem schönen Blumenduck. Also eine sehr, sehr schöne, limitierte Box, finde ich. Das Ganze ist natürlich wieder limitiert, was ich sehr schade finde. Aber das macht das Ganze ja immer zu einem Besonderen, weil es das immer nur mal gibt. Glossybox hat da wirklich immer ganz tolle, limitierte Boxen. Ich weiß noch, vor Weihnachten gab es eine richtig schöne und ich habe mir die nicht gekauft. Und dann habe ich mich hinterher so geärgert, weil da so schöne Produkte drin waren, die ich gerne gehabt hätte. Aber ja, so ist das immer mit den Boxen. Also man muss dann immer schnell sein und überlegen, ob man die jetzt haben möchte oder nicht. Also ich habe mir diese jetzt auf jeden Fall gesichert, weil ich habe gedacht, nochmal passiert dir das nicht, dass du so eine Box dir entgehen lässt. Und ich würde sagen, wir packen die jetzt gemeinsam aus, weil ich bin schon richtig gespannt. So sieht die Box aus, wenn der Deckel ab ist. Und das ist wieder typisch Glossybox mit diesem Schleifchen. Hier unten ist das Seidenpapier drunter und hier haben wir den Flyer drin. Hier stehen dann auch die Produkte, für was die gut sind und so weiter. Also das ist auf jeden Fall immer eine richtig gute Sache mit dem Heft, weil dann kann man immer alles nachlesen und ich kann euch auch unten die Preise natürlich wieder einblenden, damit ihr seht, was die Produkte kosten. Ich werde euch danach auch noch den Endwert ausrechnen, was die Box im Endeffekt für einen Wert hat. Ich würde sagen, wir legen los. Und als allererstes muss ich jetzt mal sagen, die Box riecht so gut. Hier kommt so ein richtig schöner, frischer Geruch raus. Also ich bin gespannt, welches Produkt das ist, was so gut riecht. Und das erste Produkt ist das hier. Das ist Elisabeth Arden White Tea Eau de Toilette. Das ist ein Duft und zwar sind das 10 Milliliter. Das ist so ein ganz kleiner, süßer Duft. Und hier steht drin, ich nehme jetzt gerade mal dieses Heftchen hier und werde da mal draus lesen. White Tea Mandarin Blossom. Der zitrussüße Mandarine, zarten weißen Tee und warmen, leuchtenden Moschus kombiniert oder erlebe mit dem klaren, dynamischen, floralen White Tea Original den Moment. Ah, okay, also man hätte hier verschiedene drin haben können. Ich habe hier jetzt die Sorte White Tea und wir werden natürlich auch jetzt direkt mal dran riechen und ich sag euch mal, wie ich den Duft finde. So sieht das Ganze aus und das hat auch so ein florales Muster drauf, total schicki. Und so sieht das Ganze aus. Das ist wirklich so ein Mini-Zerstäuber und der hat auch hier oben so einen Pumper. Finde ich richtig gut. So sieht das Ganze dann aus. Also das ist wirklich ein kleiner Flakon, aber das finde ich gar nicht schlimm. Wir werden das jetzt testen. Bin schon ganz gespannt, wie das riecht. Also der Duft hier, der ist wirklich richtig schön. Das ist so ein zarter, blumiger Duft, also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Parfüm, also werde ich auf jeden Fall auch nutzen, gefällt mir sehr gut und ich finde, das ist auch richtig süß eingepackt hier mit dieser kleinen floralen Verpackung. Also das ist wirklich schon mal ein tolles Produkt, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir auch schon zu dem zweiten Produkt in dieser Box und zwar ist das diese Haarmaske hier. Die ist von Mi Mademoiselle Harmonie von Berlin, also das sind 175 Milliliter, also schon eine große Tube, wie ich finde. Und zwar ist das Ganze eine Aufbaukur mit Keratin, natürlichen Polymeren, Leinöl und Panthenol für ein seidiges Haarerlebnis, baut das Haar von innen heraus auf, sorgt für ein extra weiches Haargefühl, Maske im feuchten Haar verteilen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, gründlich ausspülen. Steht auch der pH-Wert drauf, 3,5 bis 4,5. Hört sich auf jeden Fall super spannend an und ich will gerade mal gucken. Ja, man hätte zwei verschiedene Masken drin haben können, sehe ich hier gerade. Also es hätte eine gegeben für Colorschutz und das ist halt die normale, die Harmonie-Maske. Sind auf jeden Fall zwei verschiedene hier abgebildet. Wir haben jetzt hier die blaue drin. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Haarmasken kann man immer gebrauchen und ist auf jeden Fall schon das zweite Produkt, was hier richtig gut ist, finde ich. Ich finde die Box so mega schön. Also es ist wirklich eine tolle Idee, das auch zu Muttertag zu verschenken.
Also wirklich eine ganz, ganz tolle Box und ich wollte sie euch natürlich auch gern präsentieren. Ich habe gedacht, die Produkte kann ich ja natürlich auch benutzen oder vielleicht auch was verschenken hiervon. Das dritte Produkt ist das hier und zwar ist das eine Handcreme. Delilou Handcreme Paranuss, also eine Paranuss-Handcreme. Eine reichhaltige, nicht fettende, hautverschönernde Creme für trockene und raue Hände. Sehr, sehr cool. Das ist auch hier so eine Verpackung, die so aus Alu ist, Aluminium, also die man auch unten wahrscheinlich aufstechen muss. Ja, also die muss man unten hier auch so aufstechen, wie diese alten Zahnpastatuben. Total cool. Ja, eine Handcreme. 30 Milliliter hat das Ganze. Und so sieht das aus. Dann geht's weiter. Dann habe ich das nächste Produkt hier rausgeholt. Und zwar ist das einfach so ein weißer Karton. Und ich habe schon gesehen, das ist jetzt was von Barbour. Und zwar haben wir hier von Barbour einen Topcoat. Und zwar ist das ein Matt-Topcoat, der den Nagel abmattieren soll, beziehungsweise den Nagellack, egal welche Sorte ihr drauf macht. Also das ist so ein durchsichtiger. Davon habe ich schon einen und zwar von P2 oder sowas. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut bei den meisten Lacken. Und der ist von Barbour. Ich bin mal gespannt, ob der besonders gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und so kann man sich halt, egal welchen Nagellack man drauf hat, das Ganze halt auch in Matt verschönern. Wer das mag, also ich bin ja eh so ein Nagellack-Fan, deshalb kommt er auf jeden Fall in meine Nagellack-Sammlung und ich werde das auf jeden Fall auch ausprobieren. So, kommen wir zum nächsten Produkt und zwar haben wir hier was von Caudalie und das war auch in der Sneak Peek gewesen. Das fand ich schwer interessant. Das ist ein Beauty-Wasser, Eau de Beauté, glättend und Ausstrahlung und zwar sind das 30 Milliliter. Das kann man als Fixing-Spray benutzen oder auch um sich zwischendurch einfach zu erfrischen. Also das ist so ein Spray für alles, fürs Dekolleté, fürs Gesicht. Finde ich richtig klasse. Ich finde, Caudalie hat immer ganz tolle Düfte und ich bin mir sicher, dass das sehr gut riechen wird. Wir werden da natürlich jetzt auch dran schnuppern und ja, das ist eine schöne Glasflasche hier. Finde ich richtig edel. Sieht sehr schön aus und als Fixing Spray 30 Milliliter, das reicht auch vollkommen aus. So sieht das Ganze aus und es ist wieder typisch Caudalie, so eine schöne Flasche. Also die haben immer sehr edle Verpackungen, finde ich. Also ich habe jetzt mal den Deckel hier abgemacht und das hat auch so ein richtig schön zerstreubar oben drauf. Also ich werde das jetzt einfach mal, wow, also das hat richtig schön feinen Nebel und das riecht richtig toll. Das riecht total erfrischend zitrig. Also ich würde jetzt sagen, so nach Zitrone, Minze vielleicht so ein bisschen, ein sehr, sehr schönes Spray. Also das werde ich definitiv benutzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt im Sommer, wenn es heiß ist, dass man zwischendurch so sein Gesicht damit erfrischen kann. Also sehr, sehr, sehr schönes Produkt. Und das riecht wirklich fantastisch, wenn ihr das jetzt riechen könntet. Und ganz, ganz feiner Nebel. Also so wie das jetzt gerade hier rauskam, ganz toll. Also ich muss ja mal echt sagen, die Box ist wirklich prall gefüllt. Hier sind wirklich so, so viele Produkte drin. Und für das Geld kann man echt nichts sagen. Selbst wenn man das für 40 Euro bekommen hat. Ich habe gesehen, dass viele einen Rabattcode von 5 Euro einlösen konnten, die halt keine Abonnenten sind. Die haben halt 40 Euro dafür bezahlt. Da kann man nichts sagen. Also 40 Euro ist auch vollkommen in Ordnung. Man hat hier wirklich schöne Produkte. Glossybox hat sich hier wieder ganz toll was einfallen lassen. Ich bin wie immer begeistert. Und jetzt haben wir noch drei weitere Produkte, die ich euch jetzt zeigen werde. Das nächste Produkt ist das hier. Und zwar ist es ein Cremetiegel von Arcel Med Jeune de Arcel. Eine aufbauende Creme. Genau, eine Dermal Age Defi Creme Medical Kompetenz. Also die ist wohl, eine medizinische Aufbaucreme und ich muss mir gerade den Flyer dazu nehmen und muss mal gucken. Also morgens und abends auf die gereinigte Gesichtshaut sowie den Hals auftragen und sanft einmassieren. Die reichhaltige 24 Stunden Aufbaucreme fördert gezielt den Aufbau der Haut und verleiht trockener sowie sehr trockener Haut neue Kraft. Sie lässt die Konturen straffer erscheinen, fördert den Hauterneuerungsprozess und schützt obendrein vor schädlichen Umwelteinflüssen. Also das hört sich sehr, sehr spannend an, eine coole Creme und das Ganze hat auch 20 Milliliter, da kommt man echt lang mit hin, also diese Cremes in den Tiegeln, die halten ja ewig, man braucht da ja meistens nur so ein bisschen was und das ist, wenn das eine sehr reichhaltige Creme ist, auf jeden Fall was, was auch ein bisschen länger hält. So, und dann kommen wir auch schon zu dem nächsten und auch letzten Sneak Peek Produkt, was bekannt gegeben wurde, das ist das hier und das war auch mit ein Grund, warum ich die Box haben wollte. Das ist von Zoeva eine Mini-Palette und Zoeva macht so wunderschöne Lidschatten, finde ich. Bin ein großer Fan davon. Ich habe schon einige hier zu Hause. Wir haben hier Zoeva Caramel Melange.
Also das sind Eyeshadow und ich glaube, das sind 6 Stück. Wir machen das jetzt mal auf. Das ist auch nochmal, wie bei Zoeva das halt immer so ist, in so einem Pappschieber hier drin. Ich gerade mal gucken. Ja, in so einem Pappschieber, dann kann man das halt so rausziehen. Das ist halt immer nochmal geschützt. Finde ich bei Zoeva richtig toll. So, und dann haben wir hier diese Mini-Palette. Die ist doch süß, oder? Ich finde die ganz, ganz toll. Ich finde die richtig süß, gerade auch, weil die von Zoeva ist und dann so wirklich klein ist. Sehr, sehr schön. Ich habe, glaube ich, diese Kakao Blend oder sowas hier zu Hause und die haben wirklich so schöne Farben. So sieht die Palette von Namen aus und wir haben hier wirklich tolle Töne. Wir haben hier wirklich einen hellen Basiston. Wir haben hier ein schönes Rostbraun. Hier oben auch so ein helles Braun. Was mit Schimmer. Hier ist auch Schimmer drin und einen rötlichen Rostton. Also hier kann man schon wirklich einen schönen Look mitschminken und das ist eine tolle Alltagspalette und zum Verschenken ist die ja wohl super, super süß. Mir gefällt die auf jeden Fall sehr gut. Und weil wir nicht zum Spaß hier sind, swatche ich euch das Ganze natürlich eben nochmal gerade, damit ihr auch die Töne nochmal auf der Haut seht. Also hier könnt ihr nochmal alle Töne jetzt sehen und die sind wirklich richtig kräftig, die Farben. Gewohnte Zoeva-Qualität, würde ich sagen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Hier unten der Ton ist wirklich richtig kräftig. Die Farben, die sind butterweich, die lassen sich bestimmt ganz toll verarbeiten, wie man das halt auch so kennt. Also ich konnte noch nie meckern bei so einer Palette. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und vor allen Dingen muss ich sagen, im Sommer, wenn man verreist oder so, das sind ja auch so schöne mediterrane Sommerfarben, finde ich. Diese kleine Palette, die passt wirklich in jeden Kulturbeutel rein, wenn man sich nach dem Schwimmbad vielleicht schminken möchte oder irgendwas. Oder das halt mit auf Reisen nehmen will. Finde ich auf jeden Fall eine super Sache und ich freue mich, dass ich jetzt so eine Mini-Palette zu Hause habe davon. Finde ich total süß. Also richtig klasse. Hätte ich gerne noch in anderen Farben irgendwie. Freue ich mich. So, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Produkt und zwar ist das hier. Das ist von Avon True. Also von Avon hatte ich früher mal öfter Sachen gehabt. Avon war ja eine Zeit lang so richtig gehypt gewesen. Ist aber schon ein paar Jahre her. Da sind die Avon-Vertreter aus dem Boden geschossen. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Jedenfalls haben wir hier ein Produkt von Avon. Medium Tan steht hier drauf. Glow Bronzing Pearls sind das. Also das sind so Perlen, die in so einer Dose drin sind, womit man sein Gesicht halt bronzen kann. Das ist ja Glow Bronzing. Medium Tan. Also wir werden das jetzt mal aufmachen und gucken uns das einfach mal an. Genau, also ich kenne das. Sowas hatte ich schon mal gehabt. Und zwar haben wir hier einmal so ein Schwamm drauf und hier liegen dann diese Perlchen drin. Und diese Perlchen, das sind halt so Highlighter-Perlen und halt so ein bisschen dunklere Perlen mit so, ja, Bronzing-Puder drin, dran. Also es sieht sehr interessant aus und es riecht auch wirklich sehr gut. Ich habe das Gefühl, das riecht so, wie Avon früher gerochen hat, also sehr, sehr gut. Ich zeige euch das mal eben. So sieht das Ganze auf der Hand aus. Also ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Also das schimmert schon und hat auch so ein bisschen Bräune mit drin, aber auch Highlight. Also das ist eine richtig schöne Farbe im Sommer auf gebräunter Haut. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, das wirklich im Gesicht so ein bisschen auch als Highlight und so. Sehr, sehr schön. Ja, und so sieht das Ganze in diesem Pöttchen hier aus. Also ihr seht schon diese Kugeln, da geht man dann einfach mit einem Pinsel rein und ja, gibt sich das dann aufs Gesicht. Also hier in der Beschreibung steht das jetzt auch nochmal drin. Per Puderpinsel Schimmerfarbe aufnehmen und auf das gesamte Gesicht und Dekolleté auftragen. Oder einzelne Highlights nach Belieben auf Nase, Stirn oder Wangenknochen setzen. Also das kann man halt auch als Highlighter benutzen im Sommer. Sehr, sehr schön. Hat so ein bisschen so eine goldene Farbe mit so ein bisschen braunen Unterton drin. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool, auch mal ein Produkt von Avon zu haben. Avon habe ich ewig nichts von gehört und auch nichts von gehabt. Früher war von Avon das Make-up eigentlich ganz gut gewesen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, richtig cool, werde ich auch austesten und vielleicht auch mal zusammen in einem Schminkvideo oder so, werden wir das Ganze mal gemeinsam ausprobieren, also mal schauen. So ihr Lieben, das war's, die Box ist leer, also wie ihr seht, hier ist nur noch gekrisselt drin, wie das bei der Glossy Box typisch ist. Wir haben hier einen Gesamtwert von 120 Euro, ich habe das jetzt eben gerade ausgerechnet mit dem Heft und das ist wirklich Wahnsinn, also 120 Euro habt ihr hier Produkte und habt im besten Fall 35 Euro bezahlt und im schlechtesten Fall 45 Euro. Also beides ist völlig in Ordnung. Ihr habt mindestens den doppelten Wert und ich finde, die Box hat sich wieder richtig gelohnt. Tolle, tolle Produkte, werde ich alle ausprobieren und auch testen und mit Sicherheit viel Spaß daran haben. Könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch die Box auch gesichert habt. Also ich denke mal, ganz viele haben sich die gekauft und wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Freude damit. Vor allen Dingen das Highlight ist ja
jetzt wirklich diese kleine Palette hier, für mich zumindest, die Palette und von Caudalie dieses Spray. Ganz, ganz tolle Produkte. Ich habe auf jeden Fall Spaß damit, bin ich mir ganz sicher, und mir gefällt sie sehr gut und das Design hat mir gut gefallen. Falls ihr Interesse habt, euch ein Glossybox-Abo zu sichern, könnt ihr gerne unten in der Infobox meinen Freundescode nutzen. Da spart ihr 20% auf eure erste Box. Die kriegt ihr dann direkt abgezogen. Wenn ihr diesen Link benutzt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Box und das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Das ist völlig kostenfrei. Es kommen jede Woche neue Videos. Ich werde jeden Monat die Glossybox weiterhin auspacken, die Pinkbox sowie jetzt neu die Goodiebox. Falls ihr die Goodiebox abonnieren wollt, habe ich da unten auch einen Rabattcode für euch drin, also so einen Freundeslink. Da spart ihr 50% auf die erste Box und bekommt die somit für 10 Euro statt für 20. Könnt ihr gerne mal unten in die Infobox reingucken, falls euch das interessiert. Ansonsten würde ich sagen, schaut gerne auch bei meinen anderen Videos rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, eure Nicole. Tschüss!